Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Zum Super Samstag Video Hop haben wir uns das Thema Urlaubserinnerungen vorgenommen. Eine ausgefallene Scrapbooking-Idee, bunt, knallig, ideenreich. Na gut, ich hoffe, es ist ausgefallen genug. Ich habe eine kleine Sammelmappe hier für euch. Ihr seht schon, Team 2019, da waren wir gemeinsam am Bodensee. Wir haben ja einen Teil unseres Teams am Bodensee und die haben wir besucht, haben wir ein Teamtreffen gemacht. Und dazu habe ich also einige Fotos in dieser Mappe untergebracht. Ihr seht eine Klappmappe, ihr habt hier noch die Möglichkeit, eine Kleinigkeit einzuschieben, ein Tag, eine Quittung. Ein Ticket, wie auch immer, könnt ihr hier noch einschieben. Und hier unten wird das Ganze über eine Klappe gehalten und dann, wie gesagt, mit dem Band und dem Etikett hier vorne verschlossen. Man kann das Etikett auch halbseitig hier festkleben. Ich habe das jetzt hier fürs Beispiel nicht gemacht, weil ich dann jedes Mal die Schleife aufmachen müsste. Da habe ich jetzt gerade keine Lust zu gehabt. Aber ihr seht, wir haben ja die Fotos. Ich habe ja immer nicht so viele Fotos, ne? Das habt ihr schon mal mitbekommen. Aber das war also unser Aufenthalt am Bodensee. Das ist farblich ein bisschen grell, ne? Das muss ich nochmal ordentlich ausdrucken. Das war auf der Hinfahrt. Das ist die Jorka aus den Niederlanden. Anja kennt ihr ja, Anja Bastelküken, und die Conny ist auch aus den Niederlanden und ich bin der Fotograf ja quasi, ne? Ihr wisst, was ich meine. Schön, oder? Naja, und da würden also jetzt noch ein ganz Teil Fotos mehr reinpassen und wenn man dann Zeit hat, kann man dann das passende Album dazu gestalten oder die Layouts. Aber als kleine vorläufige Mappe, finde ich, bietet sich das super an. Aber wie gesagt, gedacht ist es eigentlich, dass man das Ticket hier, das Etikett hier festklebt und dann würde man es halt jedes Mal auf- und zubinden. Ich habe das komplett mit dem Designerpapier Schöne Natur eingebunden. Und dann hier vorne drauf noch ein bisschen dekoriert. Und zwar gestanzt habe ich mit dem Buchstabenmix das Team und auch die 19. Das Blatt ist mit den gestickten Blättern ausgestanzt. Das Papier, was ich verwendet habe, ist aus der Celebration. Das heißt Glamour. Und das ist extrem glitzerig, aber die Glitzerpartikel fallen nicht ab. Und hier habe ich ein Etikett ausgestanzt aus den gewellten Konturen. Die finde ich sowieso richtig genial. Da sind also diese unterschiedlichen Rahmen hier drin. Einmal mit dem gewellten, unterbrochenen, gewellt, dann perforiert. Und hier dieses finde ich total super. Also auch ein gewelltes Rechteck und seht ihr, hier drin sind nochmal Stanzlinien und durch diese Linien kann man ganz gut Band durchziehen und das habe ich mir hier zunutze gemacht und habe also das Band tatsächlich nicht geklebt oder sonst was, sondern es ist wirklich hier durch die Schlitze gezogen. Genug geredet, das zweite Album möchte ich gerne für Fotos meines oder unseres Alaska-Urlaubs der Prämienreise 2018 verwenden. Viel benötigen wir gar nicht. Ich habe einen Bogen Designerpapier 12 Inch mal 6 Inch, also ein halber Bogen. Wenn ihr was mit Motiv habt, dann achtet auf die Laufrichtung. Also es liegt so vor euch, wie dann nachher auch das Design sein soll. Zusätzlich benötigen wir einen Bogen A4 Farbkarton. Ich habe Grundweiß genommen. Natürlich geht auch jede andere Farbe.
Ich finde, für bei Grundweiß reicht tatsächlich die normale Qualität. Es muss nicht das dicke sein. Theoretisch könnte das ganze Album oder diese Mappe auch direkt aus Designerpapier gemacht werden. Dann ist es nur nicht ganz so stabil. Dann bewegt es sich was stärker. Deshalb, ich mache das Album oder die Mappe aus Farbkarton und umwickle oder umklebe es dann anschließend mit dem Designerpapier. Mit der Schneidemaschine falzen wir jetzt als erstes. Und zwar falzen wir an der langen Seite bei 7 cm, bei 17,5, bei 24,5. Das müsste hier so ungefähr sein. Dann drehen wir es auf die kurze Seite und falzen da bei 6 cm. Und gleichzeitig holen wir dann bis auf das Mittelstück bei allen die Ecken heraus, sodass nur diese Klappe stehen bleibt. Also wir schneiden zum einen bis zur unteren ersten Falzlinie. Und zum anderen bei mir jetzt hier die obere bis zur zweiten. Seht ihr, jetzt bleibt gleich nur noch die Klappe stehen. Wenn das könnt ihr jetzt entweder mit der Schere oder mit der Schneidemaschine machen, indem ihr jetzt die Ecken auch noch senkrecht einfach wegschneidet. Wenn die Ecken jetzt nicht direkt rausfallen, wie bei mir, dann macht ihr den Rest noch eben mit der Schere. Also, wenn jetzt alles gut gegangen ist, habt ihr etwas in der Art vor euch liegen. Die Klappe, dann das Rückenteil mit der zweiten Klappe. Und dann habt ihr hier wieder das Seitenteil und das ist die innere Klappe. Wir falzen jetzt alles einmal mit dem Falzbein nach, damit die Kanten schön fest sind. Und jetzt seht ihr eigentlich schon die komplette Mappe vor euch. Zum einen die Lasche, damit keine Fotos rausfallen. Die rechte Einklappseite und der Verschluss. Wenn ihr jetzt merkt, dass sich die Seiten nicht so gut schließen lassen, dann nehmt doch von der unteren Klappe vorsichtig an der Seite einen kleinen Keil weg, so wie wir das auch bei Boxen machen. Dann kommt sich da beim Falten nichts in die Quere. Jetzt geht es wahrscheinlich etwas besser. Beim Falzen achtet immer schön darauf, dass ihr hier unten bündig liegt. Also das Papier ihr natürlich nicht. Ansonsten, wenn hier tatsächlich ein bisschen was übersteht, würde ich das jetzt auch mit der Schere wegnehmen. Ihr seht, damit haben wir schon unser Grundgerüst fertig. Das stört mich tatsächlich. Da ist eine Idee. So. Jetzt ist es aber. Bei meinem Beispielalbum, bei meiner Beispielmappe, habe ich das Designerpapier jetzt gefalzt. Das würde ich nicht mehr machen. Ich würde das tatsächlich jetzt um die Mappe herumlegen und dann von Hand falzen. Man kann, oder wenn man nicht 10 Mappen hintereinander macht, dann fehlt die Routine und die Abstände sind nicht so präzise, dass nachher die Hülle, ich nenne das mal Hülle, wirklich perfekt um das Gerüst herumpasst. Und aus dem Grunde ist es ähnlich wie bei einer Banderole. Dieses Vorfalzen, das wird immer ein bisschen ungenau. Ihr könnt das hier sehr gut sehen. Es sind tatsächlich mehr als 2 mm, die das Ganze bei mir bei der einen Falzung nicht stimmt. Und aus dem Grund habe ich mich entschlossen, dass wir das also jetzt tatsächlich von Hand falzen. Ich hatte euch eben angesagt, dass das Designerpapier
6 Inch, also eine halbe Seite sind 6 Inch, ne, 12 mal 12, 6, geschnitten wird. Und 6 Inch sind 15,2 cm. Das Gerüst von unserer Mappe ist 15 cm. Das heißt, wir haben jetzt gleich oben und unten einen minimalen Überstand vom Designerpapier. Ich finde das nicht störend. Ich finde das besser, als wenn man es genauer schneidet und nachher das weiße Papier dann da raussteht, weil irgendwas ungenau ist. Ich trage jetzt meinen Flüssigkleber auf die erste Seite auf, lege auf, drücke das Papier mit dem Falzbein an und kann dann hinten, also quasi hinter meinem Gerüst, gleich mit dem Falzbein die Linie ziehen. Ziehe dann das zweite Stück Papier hoch und gehe so der Reihe nach vor. Also ich beginne Außenseite von meinem Papiergerüst. Ziehe mit meinem Falzbein jetzt hier eine Linie am Papier vorbei. Ihr seht hier oben den schmalen Rand, hier unten das gleiche. Jetzt machen wir das wieder, klappen uns das Gerüst hoch, ziehen mit dem Falzbein am Papier vorbei. Dann tragen wir wieder den Kleber auf. Das hier ist meine Umschlaglasche. Da gehen wir genauso vor, stellen die wieder senkrecht, gehen mit dem Falzbein am Papier vorbei. Das Papier ist jetzt gleich zu lang. Da könnt ihr euch jetzt überlegen, wollt ihr es wirklich abschneiden? Ich lasse das so überstehen. Dann habe ich das hier ein bisschen weiter nach innen stehen, aber das stört mich nicht. Ich finde das völlig okay. Wenn euch das stört, dann klebt jetzt erst das Designerpapier auf euer Mappengerüst und schneidet dann schön säuberlich die Kante ab. Ich gehe hier wieder wie bisher vor. Ich mache den Kleber auf den Farbkarton und klebe dann das Designerpapier fest. Dann verschließen wir jetzt den Einschlag hier vorne, machen oben und unten eine dünne Linie Flüssigkleber hin. Wir haben hier einen Gletscher, dann haben wir ein Wassertaxi mit der kleinen kanadischen Flagge da oben. Dann haben wir hier einen Wal. Wir haben tatsächlich ein paar Wale gesehen. Und hier haben wir eine Absplitterung vom Gletscher. Wir haben also jetzt hier die Möglichkeit, die Fotos vorzusortieren. Können die hier schon mal dann auch reinstecken. Und dann haben wir hier an der Seite immer noch, hatte ich gesagt, die Lasche. Da könnt ihr Eintrittstickets oder sonstige Erinnerungen, darf halt nicht breiter sein als diese Einschlagseite. Ja, und dann können wir eigentlich schon dekorieren. Ihr könnt natürlich auch von innen dekorieren. Das spare ich mir, mir reicht das tatsächlich auf der Seite. Das ist meine Vorderseite und dann habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. Also zum einen den Alaska-Schriftzug. Das habe ich mit dem Buchstabenmix ausgestanzt und habe dann quasi das Negativ verwendet, habe diese kleinen Dreiecke in den A's noch wieder zurückgeklebt. Das Ganze ist abendblauer Farbkarton auf Grundweiß. Dann habe ich mir hier ein Etikett ausgestanzt. Mit den Stanzen Wiese habe ich das nämlich gestanzt. Da ist das im
Set enthalten. Und ich fand das von der Form schön und außerdem optimal für meine Kordellösung. Habe ich hier schon zwei Löcher. Hier hatte ich ja die Schlitze im Etikett. Aber hier habe ich jetzt gleich zum Durchziehen die Ösen. Und dann habe ich mein Alaska. Ich würde das Alaska gerne irgendwo hochkant an der Seite hinkleben und würde meinen Verschluss halt ziemlich weit nach unten platzieren. Und dann können wir überlegen, ob wir auch noch das Blatt da mit befestigen. Das fände ich eigentlich ganz schön. Passt auch zu dem Alaska prima. Und der Verschluss würde dann mit Kordel hier befestigt. Dann klebe ich mein Alaska aus dem Kordel Basic Set. Habe ich mir weiße Kordel genommen, 1,20 Meter ungefähr abgeschnitten und ziehe mir das jetzt hier durch die Ösen durch. Ich versuche das mal gleichmäßig hier hinzukriegen. So würde ich mein Schildchen jetzt festkleben. Daran denken, ne? Nur den linken Teil natürlich festkleben. Und jetzt versuchen wir das mal richtig feste zu verknoten. Wenn das jetzt zu lang ist, könnt ihr das natürlich noch abschneiden. Und fertig ist meine Alaska-Fotomappe, die ihr dann so öffnen könnt. Und habt ihr eure vorsortierten Fotos vom Urlaub direkt zur Hand. Das ist meine Idee zu den Urlaubserinnerungen als ausgefallenes Scrapbook-Projekt. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Es ist relativ schnell fertig. Nehmt euch ein bisschen Zeit, das Designerpapier oder mit dem Designerpapier die Mappe einzubinden. Macht das nicht hoppla hopp. Dann bekommt man manchmal Falten oder womöglich reißt es beim Knicken. Also macht das wirklich Seite für Seite, so wie ich es auch vorgemacht habe. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Kolleginnen, die auch noch schöne Scrapbook-Ideen rund um Urlaubserinnerungen für euch haben. Wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch zu Immer wieder Mittwochs, der Wochenchallenge, und ansonsten halt nächsten Monat zu unserem super Samstag-Videohop des Stempelzeit-Kreativteams. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. I am in control.